So, wir haben ein Power Workout mit 9 Übungen für euch vorbereitet. Erste Übung ist die Plank-Liegestütze. Dafür geht ihr abwechselnd in die Plank-Position und in die Liegestützposition. Jede Übung soll 30 Sekunden gemacht werden. Danach habt ihr 20 Sekunden Pause. Für die nächste Übung geht ihr in die Schiffchenposition. Ihr braucht dafür ein Gewicht. Ihr könnt auch eine Wasserflasche nehmen oder zwei Wasserflaschen und stemmt diese abwechselnd rechts und links von eurem Oberkörper. Nächste Aufgabe sind die Jumping Squats. Achtet darauf, dass ihr schulterbreit in die Hocke geht und dann kräftig nach oben abspringt. Nehmt schön die Arme mit. Nächste Übung sind Liegestütze und aufdrehen. Geht runter in die Liegestützposition und dreht auf eine Seite immer abwechselnd auf. Nächste Übung sind Skippings. Dafür könnt ihr euch auch eine Matratze von zu Hause nehmen, die auf den Boden legen und dann schön die Knie mal hochziehen. Nächste Übung ist Gewicht halten. Nehmt dafür auch wieder zwei Wasserflaschen. Dazu stellt ihr euch noch auf ein Bein. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch dabei die Augen schließen.
Nächste Aufgabe ist Treppensteigen. Dazu könnt ihr euch vielleicht ein Treppenhaus Stufen aussuchen oder zu Hause eine Kiste und einen Hocker nehmen und schön dabei immer abwechselnd die Knie durchdrücken. Nächste Übung ist der Liegestützlauf. Dazu braucht ihr auch einen Hocker oder einen Stuhl oder eine Kiste. Ihr stellt eure Füße auf die Kiste oder auf den Hocker und lauft dann immer im Kreis außenrum um die Kiste rum. Ryan Little. Die letzte Übung ist Wandsitzen. Dazu braucht ihr eine freie Wand. Setzt euch an die Wand ran, geht mit euren Knien oder mit euren Beinen, macht ihr einen 90-Grad-Winkel und macht einen geraden Rücken. Das haltet ihr dann eine Minute lang. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze Workout nochmal machen oder auch zweimal nochmal machen.